Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Let's Play Projekt von mir. Wie ihr seht, wir spielen diesmal Memoria. Das ist der zweite Teil von Satinavs Ketten. Wer das bei mir nicht gesehen hat, in meinen Playlists findet ihr auch Satinavs Ketten. Und nun möchte ich also gerne Memoria spielen, mit euch zusammen. Und ja, ich glaube, ich werde hier gar nicht lange dazu Vorreden schwingen, sondern wir fangen einfach gleich an. Ich bin heiß drauf und ich will loslegen. Also, neues Spiel. Bei den Göttern, das fängt ja gut an. Wo haben diese Leute nur ihr Zelt aufgeschlagen? Wenn hinter der nächsten Biegung wieder nichts ist, kehre ich um. Wünscht ihr eine Einführung in das Spiel? Eigentlich nein, weil ich mache nein, da ich erst vor kurzem Satinavs Ketten gespielt habe. Und ich denke, das wird im Großen und Ganzen sehr ähnlich sein. Deswegen sage ich einfach mal nein. Wir wagen das einfach mal. So, das entschuldigt mich bitte ganz kurz. Ja, es fängt wieder gut an. Meine Stimme ist natürlich gleich wieder weg. So, da sind wir also. Wir sind natürlich wieder Geron und machen uns hier auf eine Reise, nicht wahr? Ich gucke erstmal, was wir haben. Ein Messer und Noris Kette haben wir. Mein getreues Messer. Noris alte Halskette. Ich trage sie, bis sie wieder tragen kann. Ihr erinnert euch ja, in Satinavs Ketten, in dem Vorgänger, haben wir Nuri, eine Fee, ja, getroffen und sie wollte nicht in ihr Feenreich zurück. Und ja, ich will jetzt gar nicht so viel erzählen von der anderen Geschichte. Letztendlich ging es halt auch um einen Seher, der hier die Welt, ja, beherrschen wollte, sag ich's mal. Und Nuri musste auf der Harfe spielen und Geron hat im Endeffekt dann den Seher besiegt, indem er ihn, der in Gestalt eines Raben war, dann in Nuris Körper geschickt hat und Nuris Seele sozusagen in den des Raben dann hineingeschlüpft ist, sodass Nuri eben weiterleben konnte als Rabe und der Seher in Nuris Körper an der Harfe nicht weiterspielen konnte und somit natürlich gestorben ist. Ja, ich hoffe jetzt natürlich, dass diejenigen von euch, die Satinavs Ketten jetzt auch sehen wollten, ist, ne, ich glaube, jetzt habe ich natürlich alles verraten, was natürlich ein bisschen schlecht ist. So, hier haben wir den. Oh, entschuldigt, also wenn das so weitergeht mit meiner Stimme, muss ich nochmal neu anfangen. So, ja, ich hoffe natürlich, dass ihr alle jetzt Satinavs Ketten trotzdem noch guckt. Ja, hier haben wir natürlich den Zauber reparieren und zerstören. Ich habe das Hauptmenü. Im Hauptmenü habe ich die Hotspot-Anzeige eigentlich ausgestellt. Ich wundere mich, warum sie jetzt hier angezeigt ist. Aber okay, ich versuche sie nicht zu benutzen. Und das Questbuch haben wir. Sieht ein bisschen anders aus diesmal als bei Satinavs Ketten. Was heißt ein bisschen? Es sieht ganz anders aus. Klickt auf dem Bild, auf die klickt auf die Bildfragmente in der oberen Hälfte, um die wichtigsten Informationen zu den gezeigten Personen, Ereignissen oder Orten zu erhalten. Je weiter ihr in der Geschichte fortschreitet, desto mehr Bildteile und Informationen werden euch zugänglich. Oh, ich glaube, das ging noch weiter, oder? Ja, ich habe es mal geklickt. Oh Mann. Ich bin so aufgeregt, dass ich dieses Spiel spielen will und dir jetzt natürlich vor lauter Aufregung. Oh Mann, ich sollte nicht so hektisch sein. So, vor 3 Monaten hat der Vogelfänger Geron das Königreich Andergast aus den Krallen eines bösen Sehers befreit. Ah, da ist es nochmal. Um die Gefahr ein für alle Mal zu bannen, musste jedoch seine Gefährtin, die Fee Nuri, ihren Körper opfern. Seither ist sie gefangen in der Gestalt eines Raben und Geron setzt alles daran, dies rückgängig zu machen. Genau. Das versuchen wir, denke ich, jetzt in Memoria auch zu tun. Bezaubert die kleine Stöckenfestung, dass sie nicht mehr umkippt. Hä? Ist das ein Tipp oder was ist das? Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ich will das nicht. Kann man das nicht ausschalten? Ich mach mal weiterspielen. Und beim nächsten Mal werde ich nochmal die Einstellung ändern und hoffen, dass das dann bleibt, weil ich eigentlich ja nicht keine Hilfen wollte. So, okay, dann gucken wir erstmal. Sehen tun wir jetzt hier nichts. Gehen wir mal weiter.
habe jetzt auch natürlich vorher in den Einstellungen jetzt nichts groß verändert. Ich hoffe, das ist in Ordnung so. Da können wir zur Lichtung. Na, endlich. Heda, kleines Mädchen. Giacomo Nauta schickt mich. Ich bin hier wegen des Rätsels. Giacomo... Sprichst du Gareti? Ich bin ein Freund. Giacomo hat mich angekündigt. Er hat den Helden von Andergast angekündigt. Einen starken, mutigen und klugen Mann. Niemanden, den ich ohne weiteres von Kopf bis Fuß aufschlitzen könnte. Ich bin der Held von Andergast. Kannst du zaubern? Dinge mit Feenmagie heilen? So wie der Held die Träume der Andergaster heil gezaubert hat? Es war nicht ganz so. Aber ja, ich kann Dinge magisch reparieren. Dann beweise es. Das hier vor mir ist die fliegende Festung Keshari. Ich habe sie aus meinen Träumen nachgebaut. Aber was ich auch mache, sie kippt immer wieder um. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Nichts leichter als das. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und, ich habe gerade überlegt, irgendwas wollte ich doch gerade sagen, wo ich, unterbrochen wurde. Oder beziehungsweise ich habe Geron einfach noch unterbrochen. Ja, Giacomo Nauta, ihr erinnert euch, ist natürlich der Feenforscher, auf den wir in Satinas Ketten getroffen sind. Der uns, am Ende auch stark geholfen hat. So, können wir denn im Wald... Ich kehre nicht mit leeren Händen zurück. Nein. Ja, bevor wir das hier machen mit dem Holzstückchen Dolch. Holzfestung, junges Mädchen, Zelt. Wollte ich mich eigentlich noch mal ein bisschen um... Erst die Festung, mein Lieber. Okay. Mein Lieber? Ich war ja noch nie gut mit Kindern. Aber das schlägt dem Fass echt den Boden aus. Ja, ich wollte mich noch mal umsehen ein bisschen. Glasflasche. Eine Glasflasche. Okay. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Geht doch auch ohne Magie. Nein, wohl nicht. Zauber mal die Flasche kaputt. Das ist was Ähnliches. Mussten wir nämlich in Satinas Ketten auch mal machen. Was tust du? Keine Panik. Ich will nur etwas ausprobieren. Genau, und jetzt zaubern wir das wieder ganz. Das machen wir natürlich mit Noris Kette, denke ich mal. Noris Kette ist mir heilig. Ich passe besser auf sie auf. Noris Kette ist mir heilig. Ich passe besser auf sie auf. Ach nee, was mache ich denn da? Wir können hier, wir haben... Beim letzten Mal waren hier zwei Symbole. Eins zum Zerstören und eins zum Reparieren. Und jetzt habe ich natürlich wieder nicht aufgepasst. Hier kann man jetzt natürlich beides gleichzeitig machen. Oh. Darf ich jetzt rein? Papa, hier gibt sich einer als der Held aus. Schick ihn rein. Wenn du wirklich der Held bist, dann ein sehr farbloser. Du erinnerst mich mehr an einen dummen, griesgrämigen Bauern. Ich bin Vogelfänger. Und es ist mir inzwischen gleich, was andere von mir denken. Ich habe eine Fee gerettet und ich habe ein Königreich befreit. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Nun gut, geh rein und pass auf deinen Rücken auf. Ja. Ich bin immer hinter dir. Ist natürlich eine gute Einstellung. Jetzt haben wir endlich mal... Geron, wie schön. Komm, setz dich. Setz dich. Seid ihr Fahi? Ja, setz dich. Hast du gut hergefunden? Ja, ja. Man sagte mir, ihr verkauft einen Zauber, mit dem man die Gestalt eines Menschen dauerhaft verändern könne. Eines Menschen oder eines Tieres. Aber alles zu seiner Zeit. Tee? Ja, eigentlich wollte ich, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Wir machen jetzt einfach weiter. Egal, was ich sagen wollte, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Oh, weia. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon ein Held und trotzdem, wie bei Satinas Ketten, will uns das irgendwie so richtig keiner glauben, ne? Arme Geron. Aber seine Einstellung ist ja jetzt schon mal besser. Er muss niemandem mehr etwas beweisen. So, und wir wollen einen Tee, natürlich. Ja, bitte. In Ordnung. Ach, ein Mann mit Geschmack. Das ist gut. Andergast ist kalt, nicht wahr? Es geht. Aber zurück zu eurem Zauber. Natürlich. Du verstehst. Permanente körperliche Transformation ist eine gewaltige Macht.
Es gehört schon viel Mut dazu, eine solche Gewalt einzufordern. Ich habe meine Gründe. Ich weiß. Giacomo erzählte davon. Du kennst meinen Preis? Giacomo erzählte etwas von einem Rätsel. Richtig. Du magst doch Rätsel, Geron, oder etwa nicht? Ja, mögen wir den Rätsel? Ja, ich mag Rätsel. Nein, ich mag sie nicht, solange sie lösbar sind. Ja, ich mache, solange sie lösbar sind. Solange sie lösbar sind? Keine Sorge. Du wirst es eine Weile mit dir herumtragen, es drehen und wenden müssen und vielleicht auch kurz verzweifeln. Aber hast du es dann schließlich gelöst, ist die Belohnung dafür umso süßer. Woher habt ihr das Rätsel überhaupt? Seit gut 3 Monaten haben ich und meine Tochter jede Nacht denselben Traum. Noch wundersamer ist, dass dieser Traum eine wahre Geschichte erzählt. Eine Erinnerung an eine Zeit vor 450 Jahren, als unsere Welt kurz vor ihrer gewaltigsten Schlacht stand. Ich werde dir nun den Anfang des Traumes erzählen. Mehr brauchst du nicht zu wissen und dir danach das Rätsel stellen. Wenn du es lösen kannst, wirst du die Macht erhalten, deine Geliebte zurückzuverwandeln. Und wenn nicht? Geron, du bist der Held von Andergast. Natürlich wirst du es lösen. Also, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich meine, was bleibt uns anderes übrig? Ich bin bereit. Gut. Der Traum beginnt, wie ich schon sagte, vor 450 Jahren in einem uralten Gewölbe, weit unter meiner Heimatstadt Fasar. Die Mächte der Finsternis bedrohen das Land. Und die große Entscheidungsschlacht steht kurz bevor, als eines Nachts eine Gruppe von Helden die Grabkammer eines uralten Magiermoguls betritt. Haltet euch bereit. Ich werde nun die Grabkammer öffnen. Sind wir vollständig? Vollständig, meine Fresse. Es hätte schlimmer kommen können. Klar, wir hätten auch den stummen Verkiner verlieren können. Oder das Prinzesschen, das nicht kämpfen kann. Beruhig dich, Shabib. Du bist nicht der Einzige, dessen Nerven blank liegen. Oh, das tut mir leid. Musste die Prinzessin etwa Blut sehen? Hat das euer zartes Herz gebrochen? Ja, knack. Ich schätze, nun musst du mich ohne ertragen. Prinzessin Satya, Alric, wir müssen jetzt zusammenhalten. In dieser Grabkammer lauert die legendäre Maske von Malakar. Gelingt es uns, sie zum Heiligen Heer in den Raschtulswald zu bringen, ist die Schlacht gegen die Dämonen nur noch eine bloße Fingerübung. Wenn es uns gelingt und uns diese Mauern nicht vorher verschlingen. Ich beeile mich. Ich kann das Schloss nicht finden. Gebt mir einen Moment. Es muss hier irgendwo sein. So, und damit können wir jetzt, glaube ich, weitermachen, ne? Ja, und das Spiel hat jetzt
erst so richtig angefangen. Und wir spielen jetzt also Satya. Oh, es tut mir wirklich furchtbar leid. Oh Mensch, also wir sind also Satya. Wir spielen jetzt sozusagen die Vergangenheit, um ein Rätsel hier zu lösen, was, denke ich mal, mit dem ganzen Spiel zu tun hat, bis wir dann am Ende hoffentlich unsere Nuri befreien können mit Geron. Und dazu müssen wir aber erstmal hier diese Vergangenheit hinterherjagen sozusagen und dem Rätsel, welches auch immer das Rätsel sein wird, ja, zu lösen. Also wir haben einen Rubin. Mein Almandin. Mein zorniges Auge. Mein trauriges Herz. Gegen nichts auf der Welt würde ich ihn jemals eintauschen. Okay. So, ich guck mal natürlich in unser Questbuch zuerst. So, hat sich da was geändert? Nein. Da hat sich nichts geändert. So, hier haben wir noch einen Eintrag. Fahis, ein reisender Händler aus dem fernen Tulamidenreich. Ja, Tulamidenreich. Seit vielen Monaten träumt er jede Nacht von den Erlebnissen einer Prinzessin namens Satya, die vor 450 Jahren spurlos verschwand. Er glaubt, die Träume bilden ein Rätsel und er bittet Geron, ihm bei der Lösung des Rätsels zu helfen. Und quasi erzählt er uns jetzt diesen Traum und wir spielen diesen Traum. So, was haben wir hier? In der gorischen Wüste steht eine gewaltige Schlacht bevor. Der Dämonenherr Borbarat will eine Legion von Wesen aus den Niederhöllen entfesseln und die mächtigsten Krieger Aventuriens stellen sich dem entgegen. Das ist Satya. In seinem Träumen erlebt Fahi jede Nacht aufs Neue die Abenteuer der Prinzessin Satya von Fasar. Zusammen mit einer Gruppe Helden will sie ein uraltes Artefakt aus der Grabkammer eines Magiermoguls rauben und als Waffe in eine anstehende Schlacht bringen. Ja, das ist das, was wir jetzt also machen. Auf ihren Arm trägt sie das Zeichen der Nachfahren des Moguls. Das ist jetzt ihr Stein. Satya trägt immer einen Rubin bei sich. Woher er kommt und was er ihr bedeutet, bleibt unklar. Ich denke mal, noch ist es unklar, aber es wird sich noch herausstellen. Und als nächstes müssen wir natürlich findet das verborgene Schloss an der Grabkammer. Das ist jetzt sozusagen unsere Aufgabe. Und der wollen wir natürlich nachgehen. Was ist das hier? Bleib unten. Bleib unten. Ja, das ist also so ein Wächter, den wir hier erledigt haben anscheinend. Ich fühle ein Pochen. Und sie sind warm, wie ein krankes Herz. Mhm. Wir können auch zurück zu einer Halle gehen. Ich spüre es ganz deutlich. Etwas in diesen Steinen lebt und atmet. Ich weiß nicht, ob das jetzt beruhigend sein soll oder nicht. Rachwan? Warum hat dich das Volk der Verkina verstoßen? Geht dich nichts an. Stimmt, deine Vergangenheit ist ganz allein dein Problem. Hauptsache, du führst uns bald sicher durch die Berge zum Heer. Hauptsache, ich bekomme bald mein Geld. Zierbogen? Hier sind Einkerbungen. Schriftzeichen? Könnt ihr sie lesen? Nein, es sind nur Einkerbungen. Weiter nichts. Ein Magier. Was sagst du uns, Magier? Magier? Prinzessin? Mit ihnen können wir reden. Heldengruppe, Mission, Hilfe anbieten. Oder sie ist auch ein bisschen anders gestaltet. Das sieht sehr schick aus. Heldengruppe. Warum habt ihr gerade uns als Gefährten gewählt? Wen meint ihr im Besonderen? Krieger, Ferkina, Magier, Haruns hat ja genug davon. Krieger. Kann der Prügelknabe noch etwas anderes außer um sich schlagen und schreien? Tja. Das ist mehr als ihr könnt, Püppchen. Alrik hält uns die Ungetüme vom Hals. Er ist ein guter Mann. Ferkina? Wird Rachwan uns wirklich bis zum Schluss begleiten? Ja. Sobald wir hier fertig sind, wird er uns durch den Raschtulswald zum Heiligen Heer führen. Er selbst ist in eben jenem Gebirge aufgewachsen. Er kennt den Weg besser als jeder andere. Ihr wisst, der Ferkina ist ein Verstoßener. Sogar sein eigenes Volk fürchtet ihn. Wir haben keine andere Wahl. Wir brauchen ihn. Wie kommt ein Magier wie ihr dazu, so eine Gruppe zu führen? Ich wollte mich der Streitmacht in Punin anschließen, als mir ein Adelsmann aus Fasar von der Maske erzählte. Der Rest war eine Frage des Geldes und der Entschlossenheit. Wer ist Harun? Welche Rolle spielte Harun? Er war euer persönlicher Leibwächter. Er sollte euch beschützen. Was er auch getan hat, bis zum Schluss. Es tut mir leid um ihn. Er kannte das Risiko.
Wichtig ist, dass ihr am Leben seid. Okay, Harun ist also schon gestorben. Es war der fünfte in der Gruppe anscheinend, der ist schon gestorben. Hattet ihr gezielt nach einer Prinzessin gesucht? Nein, ich hatte nach einem thulamidischen Gelehrten gesandt. Aber ein solcher ist schwer zu finden in diesen blutigen Tagen. Die wenigsten wissen sich zu behaupten und werden schnell Opfer der marodierenden Banden, die derzeit um die Vorherrschaft in Fasar kämpfen. Die Straßen von Fasar waren schon immer ein schreiender Albtraum. Umso größer das Wunder, dass ihr dort so lange überlebt habt. Ihr seid die verstoßene Erbin eines gestürzten Herrschers. Ich hätte meine Dukaten nicht auf euch gewettet. Okay, genug davon. Genug davon. So, ihr Lieben. Wir haben jetzt in der ersten Folge schon ein bisschen was natürlich darüber erfahren, worum es hier jetzt in Memoria gehen wird. Leider ist nämlich die Folge jetzt schon wieder vorbei. Wir haben noch gar nicht so viel erlebt, deswegen bleibt einfach mal dran und seid gespannt, wie es hier weitergehen wird mit Memoria. Und ja, ich hoffe, ihr schaut also in der nächsten Folge nochmal rein. Bis dahin, eure Aschner. Tschüss.